Hörst du nicht, oder was? Einen kurzen Moment noch raus. Der fährt da. Sehen. Der kommt gleich links an unsere. Wenn du aus der Base rausgehst, rechts. Ja, der fährt gleich über die Lichtung. Über welche Lichtung? Ja, wir haben nur eine Lichtung. Weg von der Base. Ach, da. Hörst du nicht, oder was? Ich mach mal immer so lauter und Scheiß. Dann lass mal passieren, oder? Nein. Was, nein? Voll drauf. Voll drauf, Alter. Hast du noch DMR-Magazin irgendwo? Ja. Hält der an? Ich nicht mehr. Da hinten fährt er, ist schon extrem weit weg. Wollen wir verfolgen? Ja, und was? Sollten wir eigentlich schaffen, aber dann bräuchte ich noch DMR-Magazine. Was kann ich machen? Ach, zu Fuß oder was? Ja, ich hab sie jetzt dabei. Naja, zu Fuß ein bisschen krass, oder? Weiß ja nicht, okay, wo der hin will. Okay. Da hinten fährt er. Wow, wow, wow. Renn weiter. Ne, jetzt fährt er weg oder kommt er auf uns zu? Lass den Z nehmen, komm. Ja, da sind zwar noch ein paar Waffen drin, aber scheiß drauf. Was denn hier in der Nähe? Ist da irgendwas? Rechts. Der baut eine Base. Ah, okay, ja. Komm, lass uns hier aussteigen hinter dem Dingens. Seht ihr den? Ist ja im Fenster. Daneben. Links weg von dem LKW. Zitter. Scheiße. Noch Painkillers im Auto. Hab ihn. Echt jetzt? Ja. Down. Soll man direkt hinfahren? War oder der alleine? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Zombie. Fuck, keine Painkillers im Auto. Oh Mann, hier braucht keiner dabei. Aber ich glaube, das war's schon. Warte, ich fahr mit dem Auto dahin, ja? Ja, und ich gehe hin. Oh, das ist hier bei uns eine Base, Alter. Ich glaube, tack. Da ist noch einer. An der Base. Ja, schieß auf mich. Gibt's nicht, Alter. Ja, Mann, ich bin down. Gibt's nicht. Echt jetzt? Ja, Mann. Nee, ich bin unconscious. Wo ist der denn? Der liegt auf dem Base, auf dem Brett. Oben liegt er drauf. Auf dem Stück zu uns hin. Kannst du mal gut abziehen. Da geht so eine kleine Treppe hoch, ja, in unsere Richtung. Ich seh, warte. Lebst du noch? Ich bin unconscious, mach dir um mich keine Gedanken. Okay. Ich komm gleich zu mir und dann gebe ich mir direkt Blatt und alles. Passt schon. Seh den Typen, der backt seine Waffe durch die Wand. Ist der irgendwie dahinter? Der müsste ja, eigentlich... der ist hinter der Wand. Okay. Ich weiß nicht, ob ich durch die Wand schießen kann. Okay, ich bin da. Ich bin vom Baum geschützt. Der weiß nicht, dass er mich nicht gefinisht hat. Ich gebe mir Blut. Okay, bei mir ist alles Roger soweit. Ich schieß. Ja, okay, der rennt hinten weg. Ja, hab ihn unconscious. Okay, sauber. Hast du? Das war's. Okay, jetzt vorsichtig auf jeden Fall, ob da noch einer ist. Schlawiner. Ach, der war in dem Fenster drin. So ein Schlawiner. Ich hab gedacht, der lag da auf der Hälfte oder so. Ich lauf da. Bin zu der einen Leiche hin. Ich hatte übelst Glück, dass der mich nicht gefinisht hat, Mann. Jo, ja, aber konnte der nicht. Hätte der, wie gesagt, der hat ja einmal rumgeguckt. Und in dem Moment konnte ich ihn genau finishen, also. Ja, Mann. Das war echt gut. Auf jeden Fall gut geregelt.
Bei uns passiert nie irgendwas, dass entweder einer stirbt oder ohnmächtig wird, glaube ich, ne? Ja, ohne Scheiß, oder? Ja. So, wir haben im Chat gelesen, dass derjenige, wo wir gerade an der Base waren, nach Loks gefragt hat und Basenbau generell und wie auch immer. Deswegen wollten wir jetzt einfach nochmal bei ihm vorbeischauen und ihn, wenn möglichst, töten, wenn er den Safe öffnet. Ist da vorne ist. Wo? Siehst du mich? Ich bin rechts über dir. Ja, die Richtung bin ich. Und wenn du hier oben bist, siehst du es den Weg runter. Hier ist auch die Hütte, was du gemeint hast. Wir sind aber schon ziemlich nah dran. Oh, ich sehe es, ja. Bleib mal hier bei der Hütte, ne? Siehst du ihn? Nee, siehst du ihn? Nope. Jetzt habe ich hier perfekte Sicht auf den, Safe. Ja? Ja. So dreckig im Baum drin. Jo, habe ich jetzt auch. Aber keine gute Sicht auf den Plotpole. Ich habe halt auch nicht den besten Tarnanzug, um hier im Baum zu stehen. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht, dass du nicht so ganz so gut getarnt bist. Ich werde vielleicht, ich gehe dann ein Stück weiter in den Laubwald. An so einen Stein, wenn ich da was Gutes finde. Da bin ich definitiv besser getarnt. Das Gute ist, wenn der Safe aufgeschlossen ist, kann man den, glaube ich, auch abbauen. Mitnehmen. Genau. Ja. Also voll mies. Richtig dreckig. Den Müll hier liegen lassen. Was? Ich habe gerade was gegessen, jetzt liegen hier so aufgebrauchte Dosen. Toll. Jetzt kann er die DNA nachverfolgen. Ich lasse meine Taschenlampe hier liegen. Und meine Uhr. So. Ey, ich habe einen Kompass. Habe ich jetzt was eigentlich auch einen? Ich wette, die hatten einen und ich habe ihn vergessen zu nehmen. Auf Nick schalten. Nick? Da kommt er! Motorrad! Echt jetzt? Ja, aber. Mann. Ist so. Mit Waffe, aufpassen. Jo. Beide, sind zwei. Okay. Also einer läuft hoch in den Wald. Okay, der wird spotten, der wird spotten. Der schaut sich um, ja. Mich sieht er definitiv nicht, liegt in einem Stein. Ich bin mir nicht sicher, ob der mich sehen kann. Bei Schießen, wenn der... Der guckt... Ne, der guckt mich auch nicht. Komm, bitte Hauptsache, lass mich schießen. Ne, wegen Safe, lass mal. Der Safe, ich hab den im oberen, hab ich im Auge. Ich weiß nicht, ob der mich sieht. Ne, der sieht mich nicht. Ne, hat keinen Blassen. Guck, was der im Safe macht. Der wird jetzt den Safe öffnen. Die versuchen, den Propo zu bekommen. Den oberen hab ich. Wenn du einen Ton sagst, ist der obere down. Okay. Macht der den schaut, Safe auf? Der schaut doch nicht. Ne, der ist am Plotpole. Oh, der zielt genau auf mich. Ich hab so Panik, dass er jetzt gleich einmal losschießt, ne? Der rollt zu mir. Der hat eine M11. Soll man down machen? Hast du den unten am Plotpole? Nee. Nimm den in Visier, ich nehm den oberen. Ich sehe nicht, der ist hinter dem Plotpole. Okay, scheiße. Ich weiß, ich bin auch wie du, Alter. Ich. Ob das jetzt blickt oder nicht, Mann, ich bin unsicher. Weil er so spastisch rumrollt. Ja. Ich glaube ja nicht. Er guckt so direkt auf mich. Er guckt direkt auf mich. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Wo ist er hin? Hab ihn nicht mehr im Visier. Warte. Hab ihn wieder. Hab ihn nicht mehr. Warte, der andere geht zum Safe. Okay. Hast du den oberen? Moment. Sag jetzt, der macht den Safe gerade auf.
Ja, schieß ihn ab, schieß ihn ab. Nein, noch nicht, der muss den erst aufmachen. Okay, Schuss. Ab den oberen, glaube ich. Ja. Das war's. Gehst du zu dem oberen und finish den nochmal eben, bitte? Ja. Ich verbinde kurz. Ich schieß nochmal eben, ne? Oh, der hat sogar selber noch ein bisschen Gold dabei gehabt. Nein, what the fuck? Jetzt steht hier Locket Safe aufschließen, aber der ist da garantiert dran gegangen. Der hat ihn noch zu Ende aufgeschlossen. Scheiße. Ja. Muss man den vielleicht selber da noch aufmachen?